der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Heute mit dem Titel Interesse und Begeisterung schockgefroren. Und dazu möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen, die ich gerade gestern und heute erlebt habe. Und zwar, ich war gestern bei meinem Schwager und habe ihm geholfen, Pflastersteine aufzuheben. Schöne körperliche Arbeit, schweißtreibende Arbeit, wo man mal den Kopf ausstellen kann, und habe ihm da sehr, sehr gerne geholfen auf dieser familiären Ebene. Und wie wir diese Pflastersteine aufgenommen haben, kam währenddessen ein Bofrostmann des Weges. Und hat uns dann in unserer Arbeit angesprochen, oder mein Schwager, der dort wohnte, und ob Interesse bestehen würde an einem Katalog und wie auch immer. Und der hatte aber keine Zeit. Ich habe mich aber spontan gemeldet, weil ich mich schon seit längerem da mit dem Gedanken hege, mich da mal zu interessieren. Hier so in meinem neuen Haushalt am See, in meinem Häuschen, und ich sag mal als alleinstehender Single hier ist es ja durchaus praktisch. Jetzt habe ich ja auch einen großen Kühlschrank mit einer Kühltruhe und kann da ein paar Sachen lagern und bunkern, auf die ich da mal zurückgreifen kann. Und habe dann diese Idee, die ich schon seit längerem hege, denke, okay, jetzt Gelegenheit beim Shop verpacken, jetzt sage ich ihm mal, er soll mir mal so ein Prospekt da lassen und mir in die Hand drücken. Das hat er dann auch getan, und der war ganz verdutzt, dass da jemand auf ihn zukommt mit einem Interesse und sagt, ja, ich habe Interesse, lass es doch mal hier. Ich komme aber nicht hier aus der Ecke, ich wohne in einem anderen Ort, da am See, habe ihm die Adresse gegeben und. Und ich sage, dann setze ich mich da mal mit auseinander, und er sagte halt, dass sich irgendwann jemand mal melden würde bei mir. Ich sage, alles klar, okay, machen wir so. Das irgendwann war dann direkt heute Vormittag, also nicht mal 24 Stunden später. Genau genommen, glaube ich, waren es nur 12 Stunden, wenn überhaupt, oder egal. Und ich mag es nicht, angerufen zu werden mit irgendwelchen Push-Marketing-Methoden oder Callcenter-Methoden oder wie auch immer. Ja, ich bin selber 30 Jahre im Vertrieb oder Vertrieb gewesen, wo ich weiß, ich will nichts aufgeschwatzt bekommen. Wenn mich irgendwas interessiert, dann interessiere ich mich dafür. Und dann gehe ich selber auf die Dinge zu und bekunde mein Interesse, und gegebenenfalls kaufe ich auch dann, wenn es mich begeistert. So wie ich gestern auch den spontanen Impuls hatte, mich davon begeistern zu lassen, mich dazu hinreißen zu lassen, mich damit auseinanderzusetzen. Gehe dann heute Morgen ans Telefon und hatte dann so eine, Callcenter-Dame, glaube ich, so aus der Neukundenabteilung an der Strippe von Bofrost. Und ich wähle jetzt auch bewusst den Namen, den hier zu nennen, warum auch nicht, weil ich einfach glaube, das ist ein sicherlich gutes Unternehmen mit guten Produkten, wo ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und Leistung und so weiter darin gesteckt wird, ihre Mitarbeiter zu schulen, weiterzubilden, damit das Unternehmen auch erfolgreich ist. Und ich hoffe mal, dass auch der Kunde so weit im Fokus steht, dass der zufrieden ist. Aber das wird vielleicht gleich aufgrund der Geschichte, die ich dazu erzähle, etwas anders betrachtet. Und auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wer da dran ist. Und ich war schon im ersten Moment genervt, wo ich denke, oh Gott, jetzt kommen wieder diese Verkaufsmaschen. Nicht mal einen Tag später, nicht mal einen Tag Luft gelassen, nicht mal überhaupt eine Gelegenheit zu geben, mir die Dinge da in Ruhe anzuschauen. Mal abgesehen davon, dass meine Interessen, nur wie ich dann sagte, ich schaue mir das mal in Ruhe an, was ich dem Fahrer gestern sagte, da ist null Informationen rübergekommen, mit wem es da zu tun hatte, sondern einfach 0815, da ist einer, kümmere dich drum. Und ich habe dieser Frau ziemlich eindeutig zu verstehen gegeben, dass ich an diesem Gespräch gerade keine Lust habe und dass ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe und auch mich in Ruhe damit auseinandersetzen möchte, und zwar zu dem Zeitpunkt, wann es mir passt, wann es mir genehm ist und wann ich Lust darauf habe, gegebenenfalls mein Geld darin zu investieren, bei dieser Firma irgendwas zu erwerben oder zu kaufen, weil ich davon überzeugt bin, was ich aber sehr gerne selber mit mir ausmache und keinen Einfluss von außen brauche. Diese Frau hat mir scheinbar nicht zugehört und redete einfach ihr Ding runter. Sie hätten eine Aktion, und ob sie mir die mal erklären dürfte, und
Wenn ich mich für zwei Produkte entscheiden würde, dann gäbe es noch zwei weitere dazu, kostenfrei und, diese üblichen Methoden, Maschen und was es da alles so gibt. Also von daher bin ich, glaube ich, selber erfahren und lange genug dabei, das abschätzen zu können, was das bedeutet. Naja, wie auch immer, ließ sie nicht locker. Und ich sagte, ja, ich kümmere mich darum, aber ich habe noch nicht da reingeschaut und ich werde das irgendwann in Ruhe machen, wenn ich Ruhe und Musse habe und werde dann auf sie zukommen. Dann sagte sie, ja, dann sagen Sie mir nochmal, wann wir Sie wieder anrufen dürfen. Und dann sagte ich ihr, gar nicht. Ich melde mich. Und dann ging es los mit dem tollen Beispiel. Ja, aber dann haben Sie auch nicht die Möglichkeit, hier in der Neukundenabteilung zu landen. Das mag sein, da liegt auch jetzt nicht meine Priorität. Aber ich denke, es wird Mittel und Wege geben, bei Ihnen eine Bestellung zu platzieren für das, was ich mir vielleicht aus diesem Katalog ausgesucht habe. Dann kam der Einwand. Ja, aber dann ist ja nicht gewährleistet, dass das dann dem Fahrer zugutekommt, der Sie da gestern angesprochen hat. Sie meinen den, den ich angesprochen habe, ob er mir mal einen Katalog dalässt? Und wenn Sie das intern nicht geregelt bekommen, dass der dafür das Geld bekommt oder wie auch immer, oder dass es keinen Bestellvorgang gibt, der das vorsieht, wenn ich auf Sie zukomme und nicht Sie auf mich, dann sollten Sie das regeln, aber das muss ich nicht für Sie regeln. Und diese Frau hat überhaupt nicht bemerkt, aufgrund meines ironischen Untertones, dass ich mehr und mehr anfing, genervt zu sein. Dass das, diese Begeisterung, das Interesse, dieser Samen, ja, dieser kleine Keimling da, den man ja vielleicht zum Wachsen bringen sollte, um da einen Stammkunden aufzubauen oder seine Wünsche entgegenzunehmen, dass der da wirklich schon im Keime erstickt wurde. Und sie hat einfach nur unachtsam, unempathisch, ohne wirklich mal hinzuhören, was ich gesagt habe, wie ich was gesagt habe, welche Botschaften ich ihr gesendet habe, in einem noch freundlichen Ton, ihr Ding darunter gespult. Und meinte dann, naja, ob sie dann irgendwie über einen Zeitraum mal notieren dürfte, mich zurückzurufen. Wo ich dann ganz klipp und klar gesagt habe, ich möchte von ihrer Seite nicht angerufen werden. Anstatt dann vielleicht mal hinzugehen und zu sagen, okay, er möchte nicht angerufen werden, welche Alternativen gäbe es denn noch? Möchten Sie Infomaterial über unsere Aktion oder eine E-Mail, wie auch immer? Diese Fragen wurden nicht gestellt. Sondern da hieß es nur, ja, dann werde ich Sie rausnehmen. Machen Sie, was Sie wollen. Spulen Sie Ihr Programm ab. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Interesse, was ich Ihnen entgegengebracht habe, gerade von Ihnen durch Ihre Art und Weise, durch Ihre Schulung oder Nichtschulung, im Keime erstickt wurde. Und ich die Lust verloren habe, mich mit Ihrem Unternehmen oder Ihren Produkten auseinanderzusetzen. Das haben Sie in nicht einmal 24 Stunden erfolgreich geschafft. Und wo ich mich dann gefragt habe, das kann ja nicht wahr sein. Solche Unternehmen in diesen Direktvertriebssystemen, sage ich jetzt mal, sind normalerweise so geschult, da wird so viel geschult, aber die Achtsamkeit, die Empathie, das Zuhören, anstatt nur seinem eigenen Profit, sein eigenes Programm, diese Masse darunter zu spulen, als Aufgabe, die es zu erledigen gilt, und sein Gegenüber als, sage ich jetzt mal, scheißegal zu betrachten, darüber bin ich fassungslos heutzutage. In solchen Unternehmen, wo so viel, ich wollte schon gerade sagen, therapiert wird, aber seminiert wird, Workshops, Vertriebsgeschichten gemacht werden, aber scheinbar nur auf dieser rein manipulativen Ebene, wie kann ich mein Gegenüber durch geschickte Argumentation, Wortfindung oder Formulierung über den Tisch ziehen, auf meine Seite ziehen, ungeachtet dessen und scheißegal, wie er sich damit fühlt. Und das kann ich heutzutage echt nicht nachvollziehen
Und das ist für mich nur ein Paradebeispiel für viele, viele andere Situationen, wo die Menschen an sich scheinbar mehr nur mit sich beschäftigt sind, aber nicht mit ihrem Gegenüber. Das ist für mich auch ein Paradebeispiel, ja, im menschlichen Umgang heute miteinander. Das muss nicht immer was mit Vertrieb zu tun haben, sondern im Allgemeinen. Wie sehr hören wir zu, was gesagt wird, wie es gesagt wird? Welche Botschaften sendet mir mein Gegenüber ganz eindeutig? Welche Möglichkeiten habe ich darauf einzugehen, dass wir beide eine Win-Win-Situation, ein Wohlgefühl, ein Vertrauen aufbauen, eine Loyalität aufbauen? Das ist das stärkste Klebemittel für, sage ich mal, eine Kundenbeziehung und sicherlich auch für eine menschliche Beziehung. Da ist es dann mehr vielleicht der Respekt. Aber auf der geschäftlichen Ebene, was gibt es Stärkeres als Vertrauen, als gegenseitiges Vertrauen, den richtigen Partner für die richtige Dienstleistung, für das richtige Produkt, für das richtige Miteinander gefunden zu haben, mit der richtigen Schnittmenge und sich dort aufgehoben und verstanden zu fühlen? Das ist nicht schwer, das tut nicht weh, das hätte nicht mehr Geld gekostet, es hätte nur Aufmerksamkeit gekostet und Zuhören. Also, check mal für dich, wie gehst du mit Menschen um, wie gut hörst du zu, wie gut hörst du hin und wie wirst du behandelt in deinem Umfeld und ja, wie bewertest du das für dich und wo siehst du für dich und vielleicht für Menschen, die mit dir umzugehen haben, einfach noch Verbesserungspotenzial? Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg beim Aufspüren dieser Potenziale. Dein Markus Lehmkuhl.